bin ich doch noch richtig eingeregnet worden, musste dann abbauen. Aber mir gefällt es irgendwie ganz gut. Ich gehe jetzt gemütlich zurück und schöne frische Luft ist auch was wert, ne? Servus Leute, wenn ihr wissen wollt, warum ich diesen Keks jetzt gleich essen werde, dann bleibt's dran. Bäh. Ha, da vorne waren jetzt eine Menge Rehe gerade. Und natürlich ist die Kamera nie parat, wenn es wichtig ist, bis man die eingeschaltet hat und alles sind die schon lange weg. Meistens zumindest. So, ich bin heute im Wald unterwegs mit leichtem Gepäck und ich werde mir jetzt einen Platz suchen für die Hängematte und dann nochmal den X-Boil-Kocher anschauen. Ich habe ja schon mal ein Review gemacht, aber ich möchte nochmal die zwei kleinen Brenner vorstellen mit dem Sicherheitssystem. Genau. Ja, schaut her, das ist ja super. Dann spanne ich meine Hängematte genau da ab. Perfekt. Der Boden ist schön schief, das heißt, Hängematte ist sowieso absolutes Pflichtprogramm, wenn man angenehm sitzen oder liegen möchte. Geiler Platz, wäre auch zum Übernachten perfekt mit Hängematte. Ich glaube, das mache ich hier auch mal. Demnächst. Das gefällt mir voll gut. Die Bäume, boah, passen eigentlich auch. Schaut echt gut aus. Heiliger Strohsack. Naja, gut. Ein paar Krumme sind immer dabei irgendwie, aber wenn die jetzt bei den letzten Stürmen, die wir so hatten, im Frühjahr nicht umgeknickt sind, dann wird denen jetzt auch nichts fehlen. Normalerweise. Tipptopp, gefällt mir gut. Und das Windrauschen vor allen Dingen. Ah, herrlich. So schön. Ja, muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen vermisst die letzte Zeit. Erstmal reinlegen hier. Ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, einwandfrei. Ah, herrlicher Ausblick. Grandios. So, bevor ich jetzt aber einschlafe, dann werde ich mir Käffchen machen mit dem X-Boil. So schaut das jetzt aus. Und in dem, so kann man das sehen, diese Filzmatten. Die saugen dann den Spiritus dementsprechend auf. Und da soll das halt eben funktionieren und vor allen Dingen eben ausschüttsicher sein. Das wollte ich mir jetzt eben anschauen. Das gefällt mir recht gut, die Idee. Das probieren wir jetzt einfach mal. So. Aha. Ah, sieht man das? Ich weiß nicht. Saugt es auch gleich gut auf. Den X-Boil selber, das sieht man, den habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ja, aber macht auf jeden Fall, was er soll. Was mir nicht so gut gefallen hat, das sind diese kleinen, ja, die Topfhalterung ist das eben, die man da so ein, diese Nasen, die man da so einhängt. Macht natürlich, was es soll und passt auch perfekt zu dem Windschutz und es geht alles. Brennt auch schon. Ja, Wahnsinn. So. Das sind jetzt 500 Milliliter Wasser. Da werden wir jetzt mal das Ganze mit der Stoppuhr verfolgen, wie lange das braucht. Ja, wird schon langsam. Ich habe so auf 8-9 Minuten habe ich hochgeschätzt, dass es dauern wird, bis es so heiß ist, dass man halt eben Kaffee trinken kann.
Also mir geht es jetzt auch nicht darum, dass es ein Speedkocher sein soll oder so. Man weiß ja mit Spiritus, das dauert einfach ein bisschen. Aber das Tolle ist, es ist halt absolut mega leicht für eine Tour. Wenn man das richtige Kochset dazu nimmt, Titan, dann hat man kein Gewicht dabei. Das ist halt Hammer. Ich finde das cool und draußen hat man eh Zeit. Und so wie das Wasser jetzt ausschaut, wäre mir das heiß genug. Es kocht zwar jetzt nicht, aber es ist am Sieden. Und das ist ja auch schon mal eine ganz coole Geschichte. Das muss jetzt nicht kochen. Also ich bin jetzt bei 7 Minuten 12 Sekunden. Schaut so aus. Tut sich was. Und Feuer ist ja auch noch nicht aus. Na, brennt noch. Einwandfrei. Da. Tippitopp. Zischt auch schon ein bisschen. Man hört's ja. So, also für mich persönlich passt das. Mir wäre das Wasser heiß genug. Das dampft, ist halt heiß für einen Kaffee. Mehr muss es nicht sein. So, jetzt muss ich das nur noch irgendwie geschickt runterbringen. Ich habe nämlich tatsächlich meine Handschuhe vergessen. Jetzt könnt ihr gleich lachen, wenn es nicht klappt. Boah. Ha, hat aber geklappt. So, jetzt müssen wir nur irgendwie das Ding auskriegen. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie das nach dem Brennen ist. So, jetzt würde mich natürlich interessieren, weil es ja total trocken und natürlich läuft nichts aus. Jetzt würde mich interessieren, ob da noch genügend drin ist, dass man das nochmal anzünden könnte. Ha! Krass. Tatsächlich, ihr seht's. Brennt noch. Ja, Wahnsinn. So, das war ja der größere. Und dann haben wir jetzt noch den kleineren. Noch leichter. Ist ein bisschen dicker, also höher, wie man sieht. Jetzt wollte ich nochmal den Test machen. Ich werde jetzt mal den kleinen nochmal befüllen. Genau darum geht's. Also ist absolut sicher das Ding. Läuft nichts aus. Ja, finde ich genial. Super Sache. Müsste beim Drang ja auch so sein. Aber das hier, das finde ich, also ich finde es top. Gefällt mir viel besser als die alte Version. Die habe ich natürlich, glaube ich, jetzt auch dabei. Genau. Das war der alte Brenner. Und es ist halt einfach eine Dose, wo man das reinfüllt und dann brennt das so. Kann man auch nicht befüllt mitnehmen. In dem Fall ist es völlig egal, wenn du jetzt noch ein bisschen Rest drin hast. Deckel drauf und mitnehmen, einpacken. Fertig ist die ganze Geschichte. Oh, jetzt fängt es gerade zum Regnen an. Boah, Regen greift mich ein. Ich werde mir mal schnell meine Regenjacke anfunzeln. So, ready. Jetzt kann es regnen. Tarp habe ich natürlich nicht dabei. Ich wollte auch nicht so viel mitnehmen. Ich habe eigentlich gedacht, das hält noch ein bisschen besser her. Aber jetzt sieht es auch gerade echt übelst grau aus außenrum. Macht nichts, ich habe meinen warmen Kaffee und ich genieße die Zeit trotzdem. Prost. Oh, einen Donner haben wir auch schon. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wie ich hergefahren bin, war es noch leicht bewölkt und angenehm.
Ah, mei, was soll's. Hat jetzt ein bisschen geregnet, aber die Sonne blickt schon wieder durch. Haben ja auch nichts Großes im Wetterbericht angesagt, eigentlich vom Gewitter oder so bei uns hier. Nicht, dass ich wüsste. Deswegen hat mich das auch überrascht. Ja, herrlich. Gefällt mir echt super gut heute. Tipptopp. Tja, eigentlich war es das schon vor dem Video leider. Ich würde gerne noch mehr machen. Es hat echt Spaß gemacht. Mein Fazit zu den Sicherheitsbrennern sind zwei, ich finde sie super. Ihr habt es ja selber gesehen, dass die eben also tun, was sie sollen. Das ist einwandfrei, schüttet nichts aus und so. Das ist genau das, was ich mir eigentlich immer gewünscht hatte, so in der Hinsicht. Der alte Brenner war ja ziemlich einfach, es war einfach eine Dose und du tust deinen Spiritus rein. Okay, es geht der Sturm. Tust deinen Spiritus rein und macht auch, was es soll, auf jeden Fall. Gut, also ich empfehle es euch auf jeden Fall, ob ihr es dann kauft, das liegt an euch oder an dir. Ist deine Sache, geht mich nichts an, möchte ich mich nicht einmischen. Kann jeder für sich selber entscheiden. Der Link auf jeden Fall ist unten drin in der Videobeschreibung, in der Infobox. Viele andere Links auch, schaut's mal rein. Freut mich auf jeden Fall. Gut, ich werde jetzt das Wetter noch ein bisschen beobachten. Wenn es jetzt schlechter wird, dann werde ich wohl zusammenpacken müssen. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Draußen in der Natur, bei schönem oder schlechtem Wetter. Bleibt's gesund, macht's gut. Servus, ciao. So Leute, jetzt musste ich dann doch abbauen. Bin richtig eingeregnet worden noch. Das lässt wohl doch ein bisschen nach. Bin schon ein Stück weit zurückgegangen. Find's schade, war wirklich herrlich draußen. Aber der Regen, der hat natürlich auch ein gewisses Etwas, was mir gut gefällt. Tolle Sache. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Mal so richtig draußen zu sein wieder. Echt monster cool. Na gut, dann war's das. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Wir sehen uns dann. Ciao.